Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Das Video wird natürlich wieder von OneFootball unterstützt. Link zur App findet ihr in der Videobeschreibung. Ich habe in den letzten Videos euch gefragt, ob ihr mir eure Starter-Quads und eure ersten Weekend-League-Teams schicken könnt. Und das haben einige gemacht über Discord, ja. Wer da noch nicht drin ist, kann ja unten in der Videobeschreibung auch einmal abchecken und da joinen. Wir quatschen ein bisschen über Starter-Teams, zumindest ihr. Ich war jetzt ein bisschen oft unterwegs, wird aber auch ab und zu mal da, ja, aktiv sein jetzt. Ja, quatschen ein bisschen über Gameplay, über Starter-Squads, siehst das. Und habt ihr mir einige gute Squads geschickt und ich habe jetzt mal 5 rausgesucht. 2 Starter-Quads und 3 Teams für die erste Weekend League. Wir haben im Hintergrund ein Team von Etomes. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Ein sehr, sehr cooles Starter-Quad. Und er hat auch geschrieben, es wird wahrscheinlich so um die 20k kosten. Kann ich dir auch nur zustimmen. Also ich muss hier ehrlich sagen, für wirklich ein sehr, sehr günstiges Starter-Quad muss ich dir schon sehr viele Punkte eigentlich schon geben. Also ich muss sagen, vorne sehr, sehr kreativ mit Nakajima. Der ist, glaube ich, 4 Sterne, 4 Sterne gewesen. Wir haben hier den Hintergrund, das war doch von FIFA 19, 4 Sterne, 4 Sterne. Falls sich nichts geändert hat, falls er keinen Downgrade bekommen hat, was ich denn nicht davon ausgehe, weil er jetzt sogar 2 Punkte nach oben ging, wird er auch wieder 4 Sterne, 4 Sterne haben. Wir haben daneben den guten Marega, der hatte damals 3 Sterne, 3 Sterne. Nicht optimal, aber könnte gut sein, Jungs. Also schießen sieht solide aus. Pace ist gut und Physics ist gut. Dribbling ist jetzt nicht so gut. Aber wie gesagt, für einen Starter-Squad sieht er echt solide aus. Für eine, ja, für einen richtigen Stürmer, der halt vielleicht sich nicht immer bewegen muss. Aber der Rest stimmt ja außer Dribbling. Dann haben wir Varis. Da haben wir auch hier ein Bild von FIFA 19. Da war noch eine Silberkarte. Hat da 3 Sterne Skills, 4 Sterne Weakfoot. Ist jetzt so eine Goldkarte. Sieht auch sehr, sehr solide aus. Also wenn man, ich denke mal, das ist ein Team für eine, ja, für 4-3-3, für mit Flügelspielern, 4-3-2-1 vielleicht noch, passt wirklich dieser Sturm perfekt, ja, schön über die Außen kommen, der muss einfach nur in der Mitte reinköpfen oder das Tor machen. Im Mittelfeld haben wir auch wirklich gute Spieler, die wahrscheinlich nicht viel kosten werden, aber wirklich gute Stats haben. Boetius, keine Ahnung, auf jeden Fall Holländer von Mainz, viel Pace, viel Triplings, die anderen Stats sehen okay aus, ich würde mal sagen, das ist ein ZOM-Spieler. Da haben wir Eggestein, ein guter Allrounder, alle Stats über 70. Da haben wir daneben Vacasso, der ist dann wahrscheinlich eher der ZOM-Spieler. Wenn man ihm jetzt da schon mal Shadow gibt, Anchor, Defense plus Physics, dann sieht er auch nicht schlecht aus. Also wirklich Spieler, die ich jetzt noch gar nicht im Blick hatte, deswegen, ich finde dieses Team richtig gut von Etomes. Da haben wir Prenet oder Prenet. Natürlich Physics jetzt nicht so gut, aber für wirklich ein Squad, wo man vielleicht sagt, ey, mir ist es egal, ob ich verliere in Rivals oder ob ich, oder wenn ich hier ein bisschen Squad Battle spielen möchte oder Online-Partien, du wirklich nicht sagst, ey, ich muss jedes Spiel gewinnen, ist das wirklich ein sehr, sehr günstiges Starter-Quad. Hier haben wir noch Vogt, Stark und auch ihn hatte ich gar nicht im Blick gehabt. Alex Vidal, auch sehr, sehr viel Pace und im Tor Fährmann. Also ich denke wirklich, mit 20k, was er prediktet hat, kommst du echt gut hin und damit hast du ein echt cooles Starter-Quad. Also finde ich echt von der Kreativität her und den Spielern her gut, sehr, sehr günstig. Muss ich wirklich hier einen Daumen nach oben geben. So, dann kommen wir zum nächsten Starter-Quad von ZCAF Plays. Auch sehr, sehr interessante Spieler am Start, die ich nicht im Blick hatte. Er hat diese russische Ecke von mir übernommen mit Mario Fernandes, Jekia, Jagoev und hat noch hier Golovin eingefügt. Ja, okay. Okay, auch für ZM, ZOM sehr, sehr gute Werte. Wie gesagt, wir gehen jetzt davon aus, dass man wirklich mit sehr, sehr wenig Münzen ein Team bauen möchte. Wie gesagt, für, ja, nicht für unbedingt vielleicht jeden Sieg zu holen, aber damit man erstmal reinkommt. Dann haben wir im Tor jemanden, den habe ich auch gar nicht im Blick gehabt, weil Wacklick sieht okay aus, decent. Der sieht auch wirklich gut aus, 90 Rating, Diego und Carlos. Auch genug Pace, genug Defending und Physics, sehr, sehr nice. Linker Verteidiger haben wir den Renan Lodi. Leider kein Bild, ich weiß auch nicht warum. Auch solide, ich denke, wie gesagt, da fehlt es ein bisschen an Defense und Physics. Kann man mit Caps halt boosten, aber deswegen werden die wahrscheinlich auch wirklich sehr, sehr günstig sein. Und ich habe extra 2 Starter kurz rausgesucht, die wirklich günstig sind. Weil beim letzten Mal habe ich vielleicht hier und da ein paar Spieler geholt und die viele von euch gesagt haben, ja, der wird noch teurer als du denkst. Zum Beispiel Benietta, ja. Habe ich vielleicht falsch prediktet, habe ich falsche Erinnerungen gehabt. Aber das sind so Teams, die kann man wirklich, glaube ich, mit 20, 30k easy bezahlen. Da haben wir hier Thiago Mendes, der könnte vielleicht ein bisschen teurer sein, alles über 70, ja. Brasilianer, League One, vielleicht, ja, ich weiß nicht, 5k oder so.
Da haben wir jemanden, ja, den habe ich anscheinend falsch prediktet, da gebe ich auch zu. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam, dass das irgendwie 3-4k kosten wird. Der wird ja natürlich wahrscheinlich 15-20k kosten. Five-Star Bigfoot habe ich auch schon vergessen, bei den Four-Star Skills, Five-Star Bigfoot. Wenn er dann hier drin ist, der teuerste hier drin. Wenn er zu teuer ist, kann man ihn wahrscheinlich noch ersetzen mit einem anderen, ja, Franzosen aus der Ligue 1. Ich weiß nicht, wen es da alles noch gibt, aber könnte man ersetzen, wenn es zu teuer ist. Ansonsten haben wir vorne Ikone und Dembélé. Beide sehen echt nicht schlecht aus. Ich habe hier mal rausgesucht, hier 4 Sterne Skills, 3 Star Weakfoot. Und hier haben wir 3 Sterne Skills und 4 Sterne Weakfoot. Also nicht perfekt, aber wie gesagt, für den Anfang, wenn man sagt, ey, ich will erstmal loslegen, ist es wirklich ein sehr, sehr solides Squad und auch sehr, sehr kreativ mit Spielern, die wir nicht so oft schon gesehen haben. Und auch hier muss ich einen Daumen nach oben geben. Sehr, sehr nice, sehr, sehr kreativ. Und gehen wir zum ersten Wheeling-Team. Da haben wir das Team von Foku503 und er hat auch gefragt, komme ich hier mit 150.000 Münzen hin? Ja, er hat ein Team jetzt hier gebaut für die erste Wheeling League. Rechnet es aus für 150.000 Münzen. Wir schauen uns mal die Spieler an. Wir haben einmal hier den guten Rebic. Sieht echt nice aus, muss ich echt sagen. Ist jetzt bei AC Milan, hat echt eine nice Karte. Hatte damals leider nur 3 Sterne. Ja, ist ein kleiner Nachteil. Also die Stats sind gut. Die Sterne sind nicht so nice. Vielleicht kriegt er diesmal irgendwo hier und da ein Upgrade, wissen wir noch nicht. Aber ja, sieht schon mal sehr nice für den Stürmer aus. Dann hinter haben wir Mertens und Nangolan. Mertens haben wir ja schon besprochen, wird wahrscheinlich ziemlich teuer sein, vielleicht der teuerste Spieler hier in dem, ja, in dem Team. Da haben wir Nangolan, zwar nur 83 Rating, aber diese Stats werden ihn auch locker auf 30, 40, 50k pushen. Also für einen 83, das ist trotzdem, guckt euch das an, das ist ja fast wie die letzten Jahre, ist ja, das Rating macht einfach fast gar nichts aus. Also mit einer besten ZM-Spieler, den du finden kannst, ein Allrounder. Dann haben wir einen Coman, der wird auch nicht günstig, Jungs. Also der wird auch nicht günstig. Viel Pace, gutes Dribbling, Schießen und Passen ist solide. Dann haben wir auf der anderen Seite ja auch einen neuen in der Serie, das ist Luzano, habe ich hier nochmal hier gezeigt. 4 Sterne. Ich denke, der wird die auch beide behalten. Mit den Stats, wird auch nicht günstig. Wäre auch, ja, eine gute spielbare Karte. Dahinter haben wir Witzel, ja, haben wir auch in vielen Weekend League Teams gesehen. In der Bundesliga, ja, mit Goretzka wahrscheinlich einer der besten ZM, ZDM Spieler, die du holen kannst. Auch 4 Sterne halt, ne. Mit solchen Stats, es wird auch, ja, 50k, keine Ahnung, wird auf jeden Fall teuer. Ihr habt mir auch letztes Mal gesagt, Roussillon wird safe, ja, 15-20k kosten. Ja, stimmt. In der Bundesliga gibt es halt nicht viele Linksverteidiger mit solchen Stats. Ja, auch krasse Karte. Konaté sieht so solide aus. Akanji sieht gut aus. Ich wusste gar nicht, dass Birkin 85 Rating bekommen hat. Krass. Ein gutes Upgrade. Und hier haben wir Mbabu. Also wenn wir das alles gucken, schreibt mir in den Chat, was denkt ihr, wie viel das kostet. Aber ich glaube, mit 150k wirst du hier nicht hinkommen. Ich würde, glaube ich, eher mit 200k rechnen. Ne? 200k vielleicht. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. 200k, ja. 200k könnte es schon hinhauen, weil Mertens wird teuer sein, Nangolan wird teuer sein, Coman und Witzel werden auch sehr, sehr teuer sein. Also die vier werden schon, ja, mehr als die Hälfte wahrscheinlich vom Team ausmachen. Trotzdem, für die erste Weekend League, denke ich, machbar, auch wenn du Road to Glory Spieler bist. Wie gesagt, letztes Jahr habe ich, glaube ich, Team über 1 Million gehabt. Ich war ja Road to Glory, aber ich habe auch Pogba gezogen. Also ich denke mal, so 500.000 bis zur ersten Weekend League oder 1 Million ist easy machbar, wenn man halt dran bleibt und jeden Tag was macht. Deswegen ist machbar das Team. Sieht auch sehr, sehr solide aus. Und ja, wenn du mehr Münzen hast, kannst du entweder damit traden oder sogar noch upgraden. Also ich würde auch sagen, für die erste Weekend League sehr, sehr gut spielbar. Ja, 2 ZDMs, haben auch Sets für die ZM-Position und du hast 2 Flügelspieler und dann nochmal einen Stürmer mit einem ZOM-Spieler oder 2 Stürmer. Also du kannst auch flexibel deine Formation hier mit den Spielern hier spielen. Sehr, sehr gute Team für die erste Weekend League. Gebe ich einen Daumen nach oben. Dann würde ich sagen, ja, gehen wir zum vierten Team, zum zweiten Weekend League Team von euch. Und das ist das Team von OHC Lelano. Ja, er möchte dieses Team bis zur ersten Weekend League bauen. Oder ich weiß gar nicht, ich hatte es, glaube ich, nicht dazu geschrieben, aber ich gehe mal davon aus, dass es bis zur ersten Weekend League ist, weil das wirst du am Anfang der ersten Woche nicht bauen können, außer du payst rein. Weil Rashford, der wird, glaube ich, 4 Sterne Bigfoot, 5 Sterne Skills haben, war das so? Ich glaube, der hatte diese Stats gehabt und der wird dann nicht günstig, meine Freunde. Er wird nicht günstig, der wird auch, ja, ich weiß nicht, wie viel wird ihr ihn einschätzen? 50k, 40k, Premier League Stürmer mit 5 Sterne Skills, 50k wäre schon realistisch. Vorne haben wir den guten Allen, ja, auch ein guter Pick, meiner Meinung nach, ja, der kann nach vorne spielen, nach hinten spielen, gute Stats für
ZM, ZDM, hat 4 Sterne Skills, 3 Sterne Weakfoot, also 4 Sterne Skills, schon wirklich sehr, sehr nice für einen ZDM-Spieler oder ZM-Spieler. Ich denke mal, du wirst die beiden ZDM spielen. Rabiot hat, glaube ich, 3 Sterne, 3 Sterne. Trotzdem auch solide, habe ich auch, glaube ich, in der Road to Glory am Anfang gespielt. Rabiot und Herrera sind beide Spieler, die ich in den letzten Jahren immer gerne eingebaut habe in meinen Starter-Quads, weil die eigentlich ja noch bezahlbar waren. Dann haben wir den Luzano wieder, den haben wir schon eben gesehen. Dann haben wir einen Spieler, musst du gucken. Also ich bin du jetzt, ich gehe mal davon aus, du wirst jetzt keine Formation nehmen, wo man über die Flügel kommt. Dann ist Coutinho vielleicht nicht die beste Wahl. Ich denke mal, du gehst vielleicht mit 4-1-2-1-2 oder vielleicht mit 4-2-3-1, die engere Formation. Weil 79 Pace ist schon belastend. Also wenn wir jetzt auf die Sets gucken, 5 Sterne Skills, 4 Sterne Weakfoot ist wirklich nice. Aber ich würde ihn eher für ZOM benutzen, ja. Auf den Flügeln mit 79 Pace ist schon kritisch. Und dann noch mit so wenig Physics. Aber ZOM könnte wirklich gut sein. Damit dahinter ein Spieler, den habe ich komplett vergessen. Der hat fast dieselben Stats wie Kai Havertz. Wenn wir jetzt hier mal gucken, der hatte auch letztes Jahr 4 Sterne gehabt. Und ja, sehr, sehr nice Stats. Auch hier würde ich eher sagen, ja, ZOM-Spieler, vielleicht kann er auf den Flügel spielen, wenn du Hunter den gibst. Aber ZOM, ja, schmeckt der Hase. Wenn du hier irgendwie 2 ZOMs hast, 2 ZDMs und dann die beiden im Sturm, Luzano und Rashford, ballert schon ziemlich gut. Dann haben wir jemanden hier, ja, den haben wir auch schon öfters gesehen, Schulz, 90 Pace, hat Defending Physics, kann man mit Campstyle hochboosten, über 80, dann ist das wirklich eine sehr, sehr solide Karte. Bai, den haben wir die letzten Jahre fast in jedem Starter-Quad gesehen, ist auch dieses Jahr mit 80 Rating immer noch, ja, gut genug, würde ich sagen. Lindelöf auch, ja, ähnliches Set. Bayi hier und da ein bisschen anders, aber auch sehr nice. Bullpartie-Trio im Tor. Und hier haben wir den guten Malkürt. Ja, ist auch okay. Ist okay. Gibt's eine Anker-Karte? Hatte vielleicht hier fast 80 Defending, 80 Physics und über 90 oder fast 90 Pace. Ist für den Anfang wirklich nice und ich denke auch machbar. Ist wahrscheinlich sogar günstiger als das Team von eben. Die einzigen, die hier teuer sein werden, werden wahrscheinlich Rashford, Allen und Coutinho sein. Vielleicht noch Schulz und Brandt, bisschen günstiger so in dem, aber die hier, die anderen Spieler, vielleicht Luzano, teuer, also Luzano würde ich, was würdet ihr schätzen, ich werde wahrscheinlich wieder falsch stehen, weil ich sag mal 10k vielleicht und die hinten 4 sollten unter 10k sein, also ist machbar, sehr, sehr machbar und gefällt mir auch, ich persönlich würde dieses Team nicht spielen, wird wahrscheinlich nicht meinen Spielstil passen. Aber mir gefällt's. Also 4-2-2, wenn du damit klarkommst, ich komme damit gar nicht klar, habe ich in der Demo ausgetestet. Könnte es gut klappen, ja, vielleicht 4-2-3-1, die Enge, weiß nicht, muss mal schauen, oder 4-1-2-1-2, dann könnte die, ja, diese Formation, diese Spieler sehr, sehr gut reinpassen, gefällt mir auch sehr, sehr gut, würde ich persönlich aber nicht spielen, da würde ich sagen, gehen wir zum letzten Team für diese Folge. Und das ist ein Team für die erste Weekend League von der bekifften Oma, er fragt, oder sie fragt, komme ich mit 500k hin, ja, gucken wir uns das an, wir haben hier einmal Timo Werner, ja, 3 Sterne Skills, 4 Sterne Weakfoot, aber Stats, die wirklich krass sind, ja. Dribbling, Shooting und Pace, sehr, sehr nice. Physics fehlt ein bisschen, aber ich denke, er wird auch nicht günstig. Coman haben wir eben schon gesehen, da haben wir jemand Neues, den haben wir fast gar nicht in dem ganzen Weekend League Team oder Startup Team gesehen, das ist Raheem Sterling. Wenn du mit solchen Spielern klarkommst, ja, der hat 4 Sterne Skills, 3 Sterne Weakfoot, muss man natürlich darauf achten, der Weakfoot ist natürlich nicht so gut. Sein Schuss ist jetzt hier okay, 79 Schießen. Kann man natürlich boosten. Wenn du mit solchen flinken Spielern klarkommst, wenn du jetzt mit 4-3-3 spielst, 4-3-2-1, also Spieler, die über die Außen kommen, Coman und Sterling, könnte es echt gut passen. Dann mit dahinter Reus, würde ich auch gerne einbauen. Das brauche ich nicht sagen. Sieht gut aus, aber wird natürlich sehr, sehr teuer. Witze haben wir auch schon gesehen. Und dann haben wir Henderson. Er hat mir ein Bild geschickt, wo Henderson ein 84 Rating hat mit 70 Pace. Also schreibt mir rein, welche Stats stimmt jetzt oder welche Karte stimmt jetzt, 83 oder 84. Ansonsten ist er trotzdem okay, wenn du eine Shadow-Karte gibst, aber ja, eventuell würdest du ihn austauschen mit Sissoko oder sowas. Weil ich weiß nicht, ob das dann von der Chemie passt, aber sonst ja, ist auch in Ordnung. Ja. Wir haben wieder Schulz hier, dann jetzt Eder Militiao. Brauche ich nichts sagen. Wenn du klarkommst, er ist ein sehr, sehr schneller, beweglicher Spieler. Linker Spieler, ich kam mit denen nicht so klar. Ich weiß nicht warum. Seine Totzkarte hat mir nicht so gut gefallen wie zum Beispiel ein Ramos. Oder keine Ahnung. Also ich. Der war halt schnell und beweglich, aber irgendwie war der. Ja, war nicht meins. Ich weiß es nicht. Muss ich wieder testen. Wir haben daneben Varan, ja. Sehr, sehr gute Karte. Wird aber nicht günstig, genauso wie Coach war. Letztes Jahr habe ich ihn gehasst. Mal gucken, wie er dieses Jahr hält. Wird aber auch wieder keine günstige Karte. Und wir haben hier Wan-Bissaka.
ähnlich wie in FIFA 19 Trent Alexander-Arnold, die Base-Karte. Ja, denke mal auch, weil er Premier League spielt, so, keine Ahnung, 10-15k wird er schon kosten. Also, 500k, was würdet ihr sagen, kommt er hier hin? Ich würde sagen, nein, ich würde sagen, das wird wahrscheinlich 650k eher kosten, also ein Ticken teurer. Allein, ich glaube, ein Reus wird halt schon 300k, 350k ausmachen. Sterling, auch wenn er vielleicht nicht jeden gefällt, wie er sich so spielen lässt, das ist auch eine teure Karte, meiner Meinung nach. Also es könnte auch hier schon, ja, 100k sein, vielleicht mehr, ich weiß es nicht, durch Premier League. Werner wird nicht günstig sein, Coman wird nicht günstig sein, Witzel wird nicht günstig sein, Varane wird safe 100k oder mehr kosten, Courtois wird auch 100k oder mehr kosten. Da bist du ja schon, ja, wie gesagt, bei 650k ungefähr. Bisschen mehr musst du dann damit rechnen. Schreibt mir in den Kommentarbereich, wie gefällt euch die Teams? Habe ich da hier wieder irgendeinen Müll geredet, ja? Kann sein, wie gesagt, ich bin auch nicht perfekt. Ich habe auch nicht mehr alle Preise vom letzten Jahr im Kopf und... Ja, korrigiert mich. Ja, ist ja nicht schlimm, wenn ich was Falsches sage. Wir lernen zusammen. Ich präsentiere euch nur die Teams, die ihr mir eingesendet habt. Wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder einen Kommentarbereich. Ob es euch gefallen hat, dann würde ich vielleicht noch eine Folge raushauen. Oder wenn ihr halt mir noch mehr geile Teams schickt, ne, per Discord oder hier unten im Kommentarbereich, dann würde ich noch eine zweite Folge raushauen, wenn es nicht so gut ankommt. Dann kommt vielleicht was anderes. Ist ja auch kein Problem, aber weil ihr euch die Mühe gemacht habt und mir so viele Teams geschickt habt, habe ich mir jetzt 5 rausgesucht, die ich wirklich cool fand und realistisch fand. Und ihr habt ja auch meistens eine Frage gestellt. Und dann würde ich sagen, was war mit heutigen Video? Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Euer Casey ist raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, 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 ciao.